Mitarbeiter des WWF positionieren sich vor dem Tiroler Landhaus mit einem konkreten Anliegen. Vor 2 Jahren wurde der Tiroler Kriterienkatalog zur weiteren Nutzung der heimischen Wasserkraft verordnet. Es hat dazu auch eine gemeinsame Deklaration gegeben, die vom Landeshauptmann Günter Platter bzw. von den beiden Landeshauptmann-Stellvertretern Steixner und Gschwendtner unterzeichnet wurde. Darin hat man sich verpflichtet, alle Wasserkraftprojekte in Tirol zu überprüfen, das heißt auf ihre Verträglichkeit hin zu überprüfen. Die WWF-Mitarbeiter meinen, dass die damaligen Versprechen kaum eingehalten werden. Von derzeit rund 50 geplanten Kraftwerken in Tirol sei nur ein Bruchteil tatsächlich geprüft worden. Und vor allem die wirklich strittigen Projekte, wie zum Beispiel das Kraftwerk Obere Isel in Osttirol, das Kraftwerk Kaunertal, wurden bis jetzt noch nicht geprüft. Das ist nicht wahr, der Kriterienkatalog, für den ich sehr gekämpft und wo ich einfach gesagt habe, lass mal doch die schönen Bäche unberührt und die für den Energieausbau ideal geeignet sind, die darf man richtig ausbauen und ohne viel Streit. Laut Steixner war der Kriterienkatalog für ihn eines der schwierigsten Projekte. Weil die Naturschützer sagen, nichts soll man angreifen, die Energiewirtschaft sagt alles. Und das war genau der Mittelweg, den wir für Tirol brauchen. Massiver Protest von Seiten des WWF kommt im Zuge dieser Protestaktion gegen die schon erwähnten Kraftwerksprojekte Kaunertal und Isel in Osttirol, einer der letzten freifließenden Gletscherflüsse. Mit geschützten Lebensräumen und Pflanzen wie der Tamariske, die ist sehr streng geschützt. Andererseits im Kaunertal sollen die Gurgler und die Fenter Arche aufgestaut und übergeleitet werden ins Platzertal. Das ist ja ein Riesenprojekt, das 3 Talschaften betreffen würde. Und wenn man jetzt eben diese Kriterien anwendet auf diese Projekte bezüglich Ökologie und also Naturschutz und Gewässerökologie, würden diese Projekte hauchhoch, sehr, sehr, sehr hoch durchfallen bei dieser Anwendung. Es werden bei allen Projekten wird der Kriterienkatalog angewandt. Das ist auch bei dem Großkraftwerk im Oberland so. Dass Tirol grundsätzlich neue Wasserkraftwerke benötigt, darüber sind sich beide Seiten einig. Dass wir ein paar auch größere Kraftwerke bauen, weil da wird am wenigsten Natur zerstört und am meisten Energie gewonnen. Und es wundert mich schon, dass der WWF da so allen Projekten so kritisch gegenübersteht. Ein sinnvoller Ausbau der Wasserkraft durchaus an gewissen Standorten, die dafür geeignet sind. Das heißt, das Setting muss passen und die Ausführung des Kraftwerks natürlich auch. Ja. Und das ist hier bei diesen 2 Projekten in keinster Weise gegeben. Ja. Die Vögel vor dem Landhaus sind mit einer konkreten Forderung verknüpft. Wir wollen einfach, dass dieses Versprechen eingehalten wird und eine Prüfung von allen Wasserkraftprojekten in Tirol erfolgt nach dem Kriterienkatalog. Und der Kriterienkatalog wird natürlich angewandt. Dieses Versprechen will der WWF weiterhin genauestens prüfen.